Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin's wieder, Mira, und ich mache heute mit euch Schokoladenbruch. Es gibt da natürlich tausende Varianten. Ich zeige euch heute drei, die mir besonders im Herzen liegen. Einmal eine Variante mit weißer Schokolade, Pistazien und gefriergetrockneten Erdbeeren. Dann eine etwas speziellere Variante mit dunkler Schokolade, etwas Chili und Cranberries, auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch etwas für die Künstler unter euch. Und zwar machen wir da noch ein bisschen moderne Kunst. Lasst euch überraschen, was das angeht. Wir fangen an, indem wir Schokolade schmelzen, ganz klar. Dafür habe ich hier weiße Schokolade. Wir wollen, dass die temperiert ist. Deswegen gebe ich erstmal 2/3 der weißen Schokolade hier in meine Schüssel und 1/3 behalte ich mir zurück. Und die 2/3, die kommen dann auf mein Wasserbad. Achtet darauf, dass die Schüssel keinen direkten Kontakt mit dem Wasser hat, sondern nur der Wasserdampf sozusagen die Schokolade schmilzt. So, die Schokolade ist fertig geschmolzen. Das heißt, ich nehme die jetzt ganz schnell runter vom Wasserbad und gebe das restliche Drittel der weißen Schokolade dazu und löse die in der schon geschmolzenen Schokolade auf. Das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, nennt sich Schokolade temperieren. Und das machen wir darum, weil, wenn die Schokolade temperiert ist, bekommt sie später, wenn sie dann schön fest wird, wieder diesen tollen Glanz, den sie auch hat, wenn man sie auspackt aus der Packung, und keinen komischen Grauschleier. Den kriegt sie nur, wenn sie zu heiß war beim Schmelzen. Und außerdem wird sie wieder schön knackig. So, ich habe mir hier einfach eine Form genommen. Da könnt ihr letztendlich alles nehmen, auch einfach einen Teller oder jegliche andere Unterlage. Und habe da Backpapier draufgelegt. Und hier gebe ich jetzt einfach meine Schokolade drauf. Ein Drittel davon oder ungefähr die Hälfte halte ich mir zurück für unsere künstlerische Variante. Jetzt lasse ich die Schokolade nur so ein bisschen verteilen, indem ich das Blech bzw. die Unterlage, die ihr dann habt, einfach ein bisschen bewege. Wir wollen ja nicht, dass das letztendlich zu dünn ist. So reicht völlig. Und jetzt können wir letztlich einfach anfangen, das Ganze zu bestücken. Hier habe ich meine Pistazien und die bestreue ich jetzt als erstes. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich bin ein riesen Pistazien-Fan. Deswegen darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Jetzt kommen meine gefriergetrockneten Erdbeeren. Ihr müsst mal schauen, die gibt es in manchen Supermärkten. Ich habe die jetzt hier zum Beispiel bei Rewe gefunden. Aber ihr könnt die natürlich auch im Internet bestellen. Link ist unten in der Infobox. Was auch toll zu Bruchschokolade passt, sind zum Beispiel essbare getrocknete Blütenblätter. Das kommt jetzt in den Kühlschrank. Eigentlich lässt man Schokolade bei Raumtemperatur fest werden. Das Problem ist nur, im Moment ist Sommer und ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber bei mir ist es ziemlich warm. Deswegen packe ich die Schokolade lieber in den Kühlschrank. So, unser Pistazien-Erdbeerbruch muss jetzt natürlich noch fest werden. Das dauert so ungefähr 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank. In der Zwischenzeit können wir dann schon mal unsere anderen Schokoladenbruchsorten machen. Ich habe mir einen Teil der weißen Schokolade zurückgehalten und die gebe ich jetzt auf eine neue Unterlage und darauf können wir dann unser buntes Schokoladenkunstwerk machen. Wieder ein bisschen verteilen. Jetzt arbeiten wir mit Farben. Dafür habe ich hier spezielle Schokoladenfarben. Die haben wir euch auch unten in der Infobox verlinkt. Davon nehme ich mir jeweils immer ein bisschen und gebe mir so kleine Kleckse auf die Schokolade. So, dann ein bisschen Blau. So. Und Rot. Und jetzt beginnt der Spaß. Jetzt könnt ihr nämlich mit einem Lollipop-Stiel oder auch mit einem Essstäbchen geht's gut, einfach so durch die Schokolade fahren und das Ganze gut verteilen. Da gibt's keine Regeln, könnt ihr einfach, wie ihr lustig seid, drin rummalen.
Dieses moderne Kunstwerk kommt jetzt auch in den Kühlschrank zum Auskühlen. Natürlich könnt ihr auch hier jetzt natürlich noch ein bisschen extremer werden, indem ihr zum Beispiel bunte Perlen noch drauf macht oder vielleicht doch noch ein paar Nüsse drauf schmeißt, wie ihr möchtet. Ich lasse es jetzt so, weil ich finde, das sieht super cool aus. Und wenn es fest ist, dann kann man das wunderschön verschenken zum Beispiel. So, und jetzt muss die dunkle Schokolade geschmolzen werden. Auch hier lasse ich wieder ein Drittel übrig für später. Die temperierte Schokolade kommt jetzt auch wieder in unser Blech mit dem Backpapier und wird dann auch wieder schön mit leckeren Sachen bestückt. Wieder ein bisschen schwenken. Und los geht's. Ich habe hier Cranberries. Von denen nehme ich nicht ganz so viele, weil die sind ganz schön sauer. So, verteile die gut. Und jetzt habe ich hier noch Chiliflocken. Die mag ich ganz gerne, weil die nicht ganz so super scharf sind. Und deswegen irgendwie auch ganz schön aussehen und ich nicht ganz so aufpassen muss, dass ich nicht viel zu viel davon nehme. Mir fehlt hier jetzt noch ein bisschen was Knackiges. Ich finde Nüsse immer gut in Schokolade. Deswegen haue ich hier jetzt noch ein paar Mandeln dazu. Und auch das kommt jetzt wieder für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank. Meine Bruchschokolade ist fertig. Ich habe sie euch hier mal aufgereiht. Sieht echt super cool aus und schmeckt bestimmt auch richtig klasse. Ich freue mich schon zu probieren. Also hier zeige ich euch mal eine. Das ist die weiße Schokolade mit den Pistazien und den Erdbeeren. Ich finde, das sieht einfach mega aus. Und die könnt ihr jetzt natürlich einfach schon mal grob brechen und dann irgendwie schön verpacken mit Klarsichtfolie und einer schönen Schleife drum oder so. Oder ihr lasst die so als Ganzes und verpackt die so irgendwie. Also es gibt viele Möglichkeiten. Deswegen will ich auch wieder unbedingt Fotos sehen, gerade weil es so viele Möglichkeiten gibt. Auch ich unbedingt eure ganzen Variationen will ich sehen. Also was ihr da noch an Nüssen oder Früchten reingemacht habt. Also macht Fotos, ladet sie bei Instagram hoch, verlinkt sie mit Hashtag IAMBakeLab, damit ich mir das alles ansehen kann. Und bis ganz, ganz bald.